Als kurzen Hinweis, bevor ihr dieses Video seht, ich hatte meinen Bildschirm auf niedrigster Helligkeit stehen, intelligenterweise. Daher habe ich tatsächlich nicht viel gesehen. Worum es sich handelt, werdet ihr ja gleich sehen. Da werde ich einiges drüber erzählen. Aber nur damit ihr euch nicht wundert, es war wirklich auf meinem Bildschirm verdammt dunkel. Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es gar nicht so dunkel war und es wahrscheinlich um einiges einfacher gewesen wäre, wenn ich meine Bildschirmhelligkeit höher gestellt hätte. Nun ja, kann man jetzt auch nichts mehr machen. Das nur als Information oder Ausrede, je nachdem, wie man es sieht. Und jetzt viel Spaß bei, ja, dem, was kommt. Hallihallo und herzlich willkommen bei Candles. Ja, warum bin ich hier? Und ja, das Ganze ist eine lustige Geschichte. Also jetzt erstmal erzähle ich ein bisschen was und dann geht's los. Also, es ist so, ich mache ja nie wirklich Abo-Specials oder sowas, wie andere das machen, also bei runden Abo-Zahlen oder irgendwas. Denken sich was ganz Besonderes aus, dafür bin ich nicht gemacht, keine Ahnung. Deshalb sage ich mir, manchmal mache ich einfach Let's Plays, die ich so aus eigenem Antrieb vielleicht nicht machen würde, sondern es soll mehr zur Belustigung dienen oder auf Wünsche von euch quasi reagieren oder ähnliches. Deswegen dann dieses Abos davor, das habe ich schon einmal gemacht. Damals bei 75 plus Abonnenten. Heute sind wir bei 550 plus. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt sind es 555 sogar. Wer weiß, ob das vielleicht noch mal ein bisschen sinkt oder was. Das kann ja immer sein. Fluktuiert ja. Wie auch immer. Also, das hier jetzt als kleines Dankeschön, sage ich mal, an 550 plus, sage ich es jetzt mal, Abonnenten. Also, ich schreibe das einfach davor, um so ein bisschen den Zeitpunkt einzugrenzen, wem das gerade galt, als ich es gemacht habe. Gilt natürlich auch jedem anderen. Ist ein großes Dankeschön. Ja, warum denn jetzt Candles und was ist das überhaupt? Also, Candles ist, soweit ich weiß, ein Freeware-Horror-Game im Stile von Amnesia. Wird bestimmt auch so manchem was sagen. Und ja, ich würde das ehrlich gesagt freiwillig niemals spielen. Und ich sitze hier auch mit, ja, zitternden Händen jetzt nicht unbedingt, aber ich habe ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich zugeben. Das liegt daran, dass ich Horrorspiele nicht leiden kann. Allerdings habe ich da so einen Kumpel, ja, du bist gemeint, der ist, glaube ich, seit Anfang an eben, der kennt mich ja, er hat es dabei quasi, und ja, er lag mir schon bei 11 Abonnenten, glaube ich, in den Ohren. Mach doch ein 11 Abonnenten-Special. Höhö, ne? Zwinker, zwinker. Und, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat Spaß daran, mich zu quälen. Also hat er gesagt, spiel ein Horrorspiel, spiel ein Horrorspiel. Ja, und dann haben wir uns dann eben hier so dafür entschieden, dass ich dann bei diesem Spiel hier sterben werde. Ich bin ein wenig paranoid. Wenn ich das mal so aus dem Nähkästchen erzählen darf, ich kriege schon so bei so mancher Sendung paranoide Zustände, irgendwas ist in meinem Zimmer, es ist dunkel, Hilfe. Dann brauche ich immer irgendwas im Rücken, Stuhl, Bett, irgendwas, weil, ja, könnte ja einer mit dem Messer kommen und sowas. Na, halt ein bisschen paranoid. Also nach diesem Let's Play werde ich wahrscheinlich wimmernd auf dem Boden liegen und elendig verhungern. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn danach nichts mehr kommt. Oder wenn ihr dieses Video gar nicht erst sehen werdet. Vielleicht lädt es aber auch ein anderer hoch, wie auch immer. Mögen Gerüchte entstehen. Ist auch egal. Ich will gar nicht allzu lange. Doch will ich. Ich will es einfach aufschieben. Oh, ich hab Bammel. Egal. Ja, auf jeden Fall diesem Kumpel zuliebe werde ich das jetzt einfach mal durchziehen, hoffentlich. Ich habe mir dafür auch die schöne Uhrzeit von 10:30 nachts ausgesucht, weil es da so schön atmosphärisch ist und dunkel und dachte, du Scheiße, ich werde eingehen. Egal, ich war vorher noch mal auf Klo, das wird schon. Und ja, worum es eigentlich geht, keine Ahnung. Ich habe es nur einmal angestartet, sage ich mal. Ich nehme es jetzt einfach mal auf und guck, wie es wird. Ja, es ist auf Englisch übrigens. Ich muss gucken, wie ich damit umgehe, falls es da überhaupt viel Text gibt. Wenn es ab und zu ruhig wird, dann habe ich gerade einen Herzinfarkt. Nur schon mal, um das vorweg zu sagen. So, haben wir die ersten 4 Minuten totgequatscht, dann Enter the Forest. Also betreten wir den Wald.
Boah, ich habe keine Lust. Ich will nicht. Womit habe ich das verdient? So, ah, der Mauszeiger ist auch weg. Wunderschön. Schöne Geräusche. Ich drehe das auf meinen Ohren ein bisschen leiser, sonst kriege ich ja jetzt schon Panikattacken hier. Hier steht ein Baum. Glückwunsch. Ich vermute einfach mal, dass wir hier schön den Fackeln folgen sollten. Boah, ich sehe fast nichts. Ihr seht wahrscheinlich auch nur Fackeln, wa? Ich will nicht weitergehen. Verdammt. Womit habe ich das verdient? Renn, Junge, renn. Ich will nicht. Kann ich rennen? Nein. Ach, Lampe. Hat da oben was geblitzt? Ah, das ist auch eine Lampe. Aha. Hilfe. Also ich weiß gar nicht, was ich hier so zu erzählen soll. Hier gibt es ja gar keine große Story, wenn ich... Also, zumindest jetzt noch nicht. Wisst ihr, dass diese Geräusche scheiße sind? Ich finde die Grafik übrigens sehr schön. Also ich finde das sehr ansprechend, hier auch mit den schönen Farben und so. Also ist ja super schön hier. Auch das schöne, helle... Licht. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Muss ich das jetzt neu starten oder bin ich jetzt hier auf ewig verdammt? Ich sehe doch nichts. Gibt's hier eine Taschenlampe oder sowas? Einen Augenblick mal eben. Ach, verdammt. Who did this to me? Das sind die Credits, würde ich mal vermuten. Ja, hier, Dankeschön übrigens. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Gut. Ah, es fängt von vorne an, okay. Gut, das war ja schon mal sehr gut. Ich habe mir schon in die Hose gemacht, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist, indem ich nur durchs Dunkel gelaufen bin und dann einen Berg runtergefallen. Da war Gras oder Sumpf oder sowas. Ach du Scheiße. So, jetzt hier lang und hier längs, ne? Und dann hier hin. Und dann hier, oder was? Da hoch. Ne? Oder? Oder? Ah, jetzt aber nicht hier links, sondern da. Oh, ich kann springen. Cool. Muss ich da rein? What the fuck? What the fuck? Lass mich rein. While you've been away, your basement generator must have run out of fuel. Ach, ja, ich kann es jetzt auf Englisch vorlesen, aber ich denke, ich übersetze es einfach mal, so gut ich kann. Während du weg warst, hat dein Stromgenerator, muss dein Stromgenerator das Öl verloren haben, das Benzin verloren haben. Das heißt, wir haben kein Benzin mehr für den Generator. Unser Haus wurde von der dunklen, liebenden Nacht überrannt. Impo that score these parts of the coastline. Keine Ahnung. Was steht da? As you know, they usually live off fish and what they can find in the forest, but they are extremely territorial. So I'm afraid they won't give up their newfound home easily. Also da sind jetzt so Viecher drin, Impos oder sowas. Ach genau, die werden von der dunkelheitsliebenden Nacht-Impo. Keine Ahnung, was sind denn da? Ah ne, Imps, Kobolde. Ach du Scheiße, diesen Teil der Küste unsicher machen, wurde das Haus auf jeden Fall überrannt. Wie wir wissen, ernähren die sich normalerweise von Fisch und was sie im Wald finden können, aber sie sind ziemlich territorial, kann man das so übersetzen, was auch immer. Heißt, sie bleiben gerne an einem Ort, so Stubenhocker quasi. Und jetzt habe ich Angst, dass sie ihr neu gefundenes Haus nicht so leicht aufgeben werden. You will have to carefully go through each room lighting candles to scare the imps away. Wir müssen überall in jedem Zimmer Lichter anzünden, also Kerzen, um die Imps zu verscheuchen. And finally make your way to your basement to refuel the generator. Und wir müssen in den Keller den Generator neu füllen. With electricity and main lights back on, the imps will surely leave you and your house in peace. Wenn wir die Elektrizität und die Hauptlichter quasi wieder angemacht haben, werden die Kobolde uns wahrscheinlich in Ruhe lassen. Sincerely, Mr. Postman.
Also der Briefträger. Keine Ahnung. PS, you won't be getting any mail before you've gotten rid of your little infestation. Das heißt, wir werden keine weiteren Briefe bekommen, bis wir sie losgeworden sind. Kann ich das jetzt womit? Der linken, rechten Maustaste? Kann ich da nicht rein irgendwie? What the fuck? Oh, scheiße, ey, ich will nicht. Fick dich. Alter, 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 Alter. Was hilft bei Angstzuständen? Kann mir das einer sagen? Ich will wirklich nicht. Verdammt, ich will nicht. Da ist eine Kerze, da ist eine Kerze. What the fuck? Hilfe, das ist ein Stuhl. Ein Stuhl. Nur ein Stuhl. Es ist nur ein Stuhl. Alter Schwede, ey, das macht mich... Das bin ich. Hi. Das macht mich gerade so eiskalt fertig, das ist unglaublich, ey. Wie alt bin ich nochmal? Alter. What the fuck, what the fuck? Kerze. Alter, der Stuhl leuchtet da so komisch. Geh an. Okay, okay. Alles ist noch gut. Alles ist noch gut. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Alter, in diesem Spiel ist noch nichts passiert. Ich hab... Ey, Alter. Also ich werde noch was öfter Alter sagen, würde ich mal vermuten. Oh, ist das nicht schön hier, wenn die Kerzen an sind? Hier bleibe ich. So. Schön hier hinsetzen. Jetzt würde ich mir gerne Tee machen. Verdammt, ich muss in die Küche. Gut, dann gehen wir halt in die Küche. Alter, diese Stühle, ne? Pff, geh weg. Kann ich die nicht irgendwie... doch, das geht. Cool. I think I'll need to get my key to this door from my bedroom. Die Tür ist also verschlossen. Ich muss in mein Schlafzimmer, um den Schlüssel zu holen. Da... Ich habe einen Kobold gesehen. Habt ihr den auch gesehen? Ich will den nicht da haben. Kann ich mich wehren irgendwie? Scheiße. Ich muss nicht kämpfen, oder? Ich muss doch nur hier... durch. Geh zu. Der ist hinter der Tür, Junge. Hilfe, Hilfe. Horror-Game-Freunde unter euch werden sich jetzt wahrscheinlich wegschmeißen. Oder so. Ich bin kein Horror-Game-Freund, wie man vielleicht merkt. Verdammt, Mann, wo ist denn der jetzt? Geh zu. Geh wieder dahin, schön, brav, und dann komme ich wieder rein. Verdammte Scheiße. Geh an, die ist schon an. Also ich habe das Spiel noch nicht so ganz gecheckt. Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Ich weiß, dass ich hier durch muss. Und ich weiß, dass hier das Licht schon brennt. Und ich weiß, dass ich diesen Raum nicht mag. Und ich weiß, dass ich gerade Panik kriege. Und zwar so die richtig schöne, wisst ihr? Die panikmachende. So, hier kann ich mir jetzt einen Tee machen, richtig? Alter, 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 Alter. Ich glaube, ich muss das Wort wechseln. Junge, 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 Junge. Oder mein Lieblingswort. Digga, 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 Digga. Ah, das kann ich ja gar nicht sagen, da bin ich hier schon bescheuert. Ist da kein...
Geh weg. Kann ich nicht? Okay. Langsam drehen, langsam drehen. Ich will mehr Kerzen haben. Dabei brennen hier die Kerzen schon, das ist doch scheiße. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ihr seht das Vieh auch, oder? Okay, da komme ich nicht rein. Geh einfach wieder zu. Geh zu. Zu! Fick dich. Okay. Es geht doch nur darum, hier durchzukommen, ohne vom Computer zusammenzuklappen, oder? Ich kann doch da nicht hochgehen. Ich sehe doch nichts. Okay, die Tür scheint mir relativ sympathisch. Kann ich die nicht irgendwie mitnehmen? Irgendwie mitnehmen? Mitnehmen? Nicht mitnehmen? Verdammt! Ich sehe nichts. Leute, ich sehe nichts. Das macht mir unheimlich Angst. What the fuck? Hilfe! Scheiße! Ich bin nicht schreckhaft. Nein, das ist schön. Das macht enorm Spaß. Geh an. War es wieder ein Stuhl? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist mein Schlafzimmer. Alter, Stuhl. Irgendwie heitern mich diese Stühle auf. Ich weiß nicht warum. Ist das nicht mein Schlafzimmer? Das muss doch mein Schlafzimmer sein. Geh zu Tür. Kann mir jetzt einer helfen, wo der Schlüssel ist? Hier drin? Ich krieg das alles nicht auf. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich will nicht die Treppe hochgehen. Ich will nicht, ich will nicht. Da ist ein Regal, das habe ich ja gar nicht gesehen. Und so sieht es irgendwie scary aus. Hi, ich stehe im Regal. Geheimgang. Schade. Das ist nur der Fuß von dem Ding. Ja, ich freue mich. Also da freue ich mich aber wirklich, du. Ich sehe doch nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob da ein Raum ist oder ob ich da ins Tod laufe. Der Raum war doch relativ hell, ne? Gehen wir nochmal hier rein. Ich glaube ja, der steht noch eine Weile da. Gut, also, das Haus ist doch schon mal soweit schön. Überall Lichter an. Ups. Stuhl, geh... Alter, diese... Fucking Stühle, ne? Tut mir leid, aber du Stuhl, du kommst jetzt hier aufs Bett. So, hab ich keine Lust mehr auf dich. Ich hätte gedacht, das hier wäre mein Schlafzimmer. Aber gut, es scheint es wohl nicht zu sein. Also laufen wir einfach mal hier schön die Treppe rauf. Kann ja nichts passieren. Wir gucken einfach. Fick dich. Lass mich hier hoch. Wir gucken einfach brav auf den Boden. Okay, also hier ist tatsächlich nur eine Treppe. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Wir halten uns einfach mal hier. Verdammt. Hier rechts. Ich sehe nichts. Die Tür ist zu. Ich sehe nichts, die Tür ist zu. Ich sehe keine Kerzen, nix. Geil. Kerze. Kerze. Das Zimmer sieht auch schon mal nett aus. Da ist der Schlüssel.
Ah, there it is. Now I can get into my cellar. Cellar? I don't know. Ja, das ist ja super. Hä? Bin ich hier reingekommen? Ach ja, okay. Puh, es gibt nur die eine Tür. Wollt ihr mich verarschen? Ist die Kerze aus? Geh an. War das hier vorhin auch schon so düster? Nein. Das ist nicht witzig. Das ist wirklich nicht witzig. Also den Teil des Hauses kenne ich schon mal. Ich bin zufrieden. Mehr will ich gar nicht. Alter, das kommt mir jetzt schon vor, als würde ich eine Stunde spielen. Ich spiele gerade mal effektiv vielleicht eine Viertelstunde. Stuhl. Es kann doch nie wahr sein. Ey, du gehst jetzt hier hin. So, bleib da. Psst. Ey. Na, komm her. Hier in die Ecke. Und da bleibst du und schämst dich. Da bleibst du. So, das, ich muss davor stehen bleiben, damit die Tür offen bleibt, ne? Das hilft mir so ein bisschen, muss ich mal. Ihr wollt meinen Herzschlag nicht fühlen, wirklich. Wie belebe ich mich jetzt wieder? Muss ich jetzt von vorne spielen? Kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Okay. Das Gute ist, ich kenne das jetzt so ein bisschen und weiß, dass mich nichts so mal eben leicht erschreckt. Die Augen da sind super, freue mich ja drüber. So, sincerely the postman. Gehen wir rein. Hi, hier in die Ecke machen die erste Kerze an. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wann ich sterbe. Wenn ich in so ein Teil reinlaufe, vermute ich mal, ne? Kann ich die denn angucken? Wäre vielleicht mal eine Sache, die man wissen sollte. Kann ich. Okay, immer wieder auf. Steht immer noch da. Hi. Ich dachte, ich darf die nicht angucken. Na, so ist ja super. Hi. Könntest du bitte verschwinden? Ah, das nimmt mir schon einiges an Angst, muss ich mal so zugeben. Alter. Verschwindet der erst, wenn ich hier an der Tür war? Erschreck mich nicht. Hallo. Was soll der Shit? Ja, super. Was mache ich jetzt? Puff. Ist er weg. Cool. Scheint auch nicht wiederzukommen. So, dahinter ist einer, das wissen wir zufällig. Ah, hier nicht noch eine Kerze.
Nö. Gut, dann gehen wir hier weiter. Genau, der schöne Flur. Gut, wir kennen ja inzwischen, dass hier tatsächlich nur eine Tür ist. Da ist aber etwas. Nein, nein, nein. Hi. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, Leute, ne? Hi. Wie ich die Dinger loswerde. Dann wäre das ja noch eine super Geschichte. Ich mag die Spiele immer noch nicht, tut mir leid. Wenn ich sie kenne, okay. Wenn ich so ein bisschen was kenne, dann weiß ich, ist okay. Aber das Unbekannte ist so das, wovor ich am meisten Bammel hatte. Jetzt, wo ich so merke, dass die Dinger nicht besonders laut werden oder sowas, ist das alles schon besser. Das ist wirklich nur ein reines, ja, Psycho. Oh, scheiße. Stühle! Ernsthaft, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt, da es wirklich so ein reines Psychospiel ist, dass ich halt wirklich sterben kann, wenn ich zu nah an die Dinger dran gehe. Ah, jetzt ist er verschwunden. Jetzt muss ich teilweise echt nur warten. Okay, faszinierend. Gut, dass ich die wenigstens durch die roten Augen sehen kann. Okay, da oben sehe ich was. Hinter der Tür. Hier sehe ich jetzt gerade so nichts. So. Genau, das Zimmer hier hatten wir. Hier war aber auch nichts. Sehe ich da oben war gar nichts mehr. Wo ist denn die Türklinke? Da. Da ist immer noch ein Viech. Gut, die bewegen sich grünlich großartig. Das ist super. Also außer natürlich, ich gehe rein. Jetzt ist nur die Frage, Leute, oder so. Ich hasse diese Stühle. Die sind extra da, um mich zu ärgern, oder? Also die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den weg da? Ich hatte es noch nicht so ganz geblickt, muss ich ehrlich zugeben. Muss ich jetzt einfach hier stehen, oder was? Ich treffe leider keine Kerze. Ernsthaft? Das kann nicht euer Ernst sein, das... Ach, und jetzt sind die Lichter an. Ah, oh, there it is. Now I can get into my cellar. Keller. Keller? Heißt das Keller? Aber ist C, sprechen die da anders aus, oder? Heißt, die Dinger verpuffen im Licht? Ich möchte mal was ausprobieren. Hi. Na, der will nicht, okay. Dann lassen wir das auch mal. Da war die Kerze. Wisst ihr, dass diese Dinger mich absolut ankotzen? Kann die nicht einer mal wegräumen? Alter.
sind viel schlimmer als die Imps. So, nochmal an den einen Kumpel, der das schuld ist, du schuldest mir was hierfür. Ich krieg irgendwas, weiß ich nicht, Süßigkeiten oder so. So, da ist jetzt ein Viech, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her. Damn. Ich trau mich nicht. Ist es weg? Tatsache, ist weg. Was zum Henker ist das für eine Tür? Wow. Da will ich gar nicht rein. Ich muss so ehrlich zugeben gerade. Okay. So, hier ist auch nichts, ne? Okay, es scheint nur mein Büro zu sein. Kann ich das nicht irgendwie speichern oder so? Ich will nicht dauernd. Also das, ich glaube, das ist auch so ein Teil an Horror-Games, das ich nicht mag. Was ich nicht mag. Scheiße. Scheiße. Leute, ich habe Angst, dass das hier was, wieder was... komplett Neues ist. Ach, gut. Es funktioniert noch. Aber wisst ihr, diese komplette Finsternis, die macht mich bescheuert. Die allein macht mich schon bescheuert. Gar nicht so sehr, dass ich sterben könnte oder so. Und die Finsternis. Ich hoffe, das Spiel ist gleich vorbei. Echt. Scheiße, das ist noch eine Tür. Das da oben. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich sehe hier doch nichts. So, nochmal gerade hier ein bisschen Energie tanken. Im schönen Licht. Ah, ist das nicht schön? Wenn nur so, ne, wäre das super Spiel. Ohne die schönen so Geräusche, sondern so eine lustige Melodie dahinter, so. La, 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 la. Oder so. Ne, das wäre super. Aber nein. Warum denn? Quatsch. Braucht man doch nicht. Ah, oh, komm hier, dreh, 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 dreh es. Na komm. Reicht das noch nicht? Läuft der jetzt wieder? Nee. Na komm. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nur die Wand, ne? Scheiße, ich muss ja Fuel nachfüllen, ne? Erste Frage, wo kriege ich Fuel her? Zweite Frage, wo fülle ich das nach? So bringt das ja nichts. Verdammt.
Verdammte Scheiße. Kann ich das Ding nicht mitnehmen? Oder muss ich etwa nach draußen? Das wäre aber fies. Wir werden wohl uns noch eine Weile hiermit beschäftigen müssen. Weil jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich den ganzen Kack nochmal machen. Das ist bei Amnesia auch so. Das Spiel ist, glaube ich, was länger als das hier, ne? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich sehe die Kerze doch. Komm, an der Kiste ist auch nichts. Mann. Das kann aber doch nicht sein, dass ich dafür rausgehen muss, oder? Hier ist noch eine Kerze. You will have to carefully go through each room, lighting candles to scare the imps away, and finally make your way to your basement to refuel the generator. Ne, hier komme ich nicht. Komme ich nicht weit. Ne, auch hier nicht. Wow. Nee, okay, das muss es gewesen sein eigentlich. Okay, ich verkacke gerade beim Beenden des Spiels. Ich meine, Schiss hatte ich genug. Würde ich jetzt einfach mal so spontan behaupten. Nur, was ich jetzt am Ende machen soll, verstehe ich nicht. Refuel the Generator. Ja, okay, kann ich machen, aber... Dazu gibt mir Fuel und ich refuele den Generator. Das da? Nee, das ist Licht. Das sind elektrische Birnen. Jetzt habe ich das auch mal verstanden, was das ist. So. So, kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Muss ich das so rum ankurbeln? Vielleicht ist das richtiger. Ich drehe mich jetzt gerade mal einfach hier bekloppt, ne? Haben wir sonst nichts zu tun. Und wie geht's euch so? Ey, wenn das so weitergeht, muss ich ja in der Komplettlösung nachgucken. Das ist doch scheiße. Aber so, also ehrlich gesagt, ich komme nicht weiter. Hätte ich mir doch jemanden dazusetzen sollen, der mir dann einen Ratschlag geben kann, aber... Aha! What? Läuft der denn jetzt? Ja, der läuft jetzt. Oh, cool. Ist das jetzt das Ziel des Spiels? Ja, ne? Ich will nochmal hier die Nachricht lesen. With the electricity and main lights back on, the imps will surely leave you and your house in peace. Dann müssen wir wohl jetzt noch in den letzten Raum gehen, würde ich mal vermuten. Okay, das Licht brennt scheinbar auch. Ist nämlich einiges heller, um einiges heller. Da, der da. Komm da raus, Junge.
Wenn ich jetzt noch gestorben wäre, ne? Ich hätte mich gehasst. Ne, das ist nur eine blöde Abstellkammer. Hm. Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir doch jetzt... frei, oder? Hm. So. Okay, wir können uns jetzt hier schön... tatsächlich ziemlich frei durch das Haus bewegen. Das Licht... Wow. Irgendwie bin ich trotzdem noch etwas schreckhaft. Das Licht scheint an zu sein. Zumindest sieht es hier sehr schön hell aus. Wir haben alle Kobolde soweit vernichtet. Gehen wir nochmal in den Keller rein. Doch, hier, das Licht ist definitiv an. Und der Generator läuft. So, das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt auch ein offizielles, ja. Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein offizielles Spielende gibt. Bitte erlaubt mir mal einen kurzen Moment, das zu, prüfen. Ja. Ich finde einiges, ja, super. Ich finde Let's Plays dazu. Glückwunsch. Gibt's da irgendwie... nee, World of Warcraft, das ist auch nicht... hallo. Ja, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht, ob ich noch mehr machen kann, ehrlich gesagt. Deswegen, lalala. Ich meine, ich finde es jetzt schön gemütlich hier mit dem Licht an und so. Ich kann jetzt hier schön rumspazieren. Rausgehen scheint aber auch nichts zu helfen, ne? Haben wir eben schon probiert. Ah, komm, hier, setzen wir uns mal einfach gemütlich auf unsere Couch. Ah, so. Und dann googeln wir mal noch mal ein bisschen. Na. Nee, also... Ich lese gerade einfach mal. Ja, also, ich denke, ich muss dann jetzt damit leben. Weil, gibt's da ein Wiki zu? Warte mal. Naja. Nee. Ja, das scheint. Moment, ich habe hier noch was in einem Horrorspiel-Wiki gefunden. Ja, hier steht also das Spiel. Nachts kommt man nach Hause und muss feststellen, dass ein ganzes Haus voller Monster ist, da der Generator im Keller kaputt ist. Nun muss man alle Kerzen anmachen, die Monster vertreiben und den Generator wieder anschalten. Ja.
Leute, also ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal hier durch das Haus. Einfach um so ein bisschen noch hier zu gucken. Hier ist noch eine Kerze. Dass wir auch tatsächlich alle Kerzen angemacht haben. Weil das könnte ja auch noch eine Voraussetzung für das Spielende sein. So, hier drin ist keiner mehr tatsächlich. Hier kann ich allerdings auch keine Kerze entzünden. Gut zu wissen. Hier rein. Hier stehen zwei noch Kerzen. Und die sind schon an. Hier ist nur eine. Also in dem Haus würde ich ja trotzdem nicht wohnen wollen. Ne? Es ist ja schon ziemlich düster irgendwie. So, hier ist auch keine Kerze, sondern nur diese beiden da. Ja gut, wir haben alle Monster haben wir auf jeden Fall vertrieben. Wir waren in jedem Raum, haben soweit auch alle Kerzen an, oder? Ist jetzt so mein Empfinden. Ja, da war ja nichts. Die eine Kerze dann noch. Haben wir nicht angehabt. Hier haben wir alles an. Hier ebenfalls, und zwar sogar richtig hell. Hier war ich jetzt auch schon ein paar Mal drin, finde auch nichts Neues mehr. Okay. Ja, also ich persönlich erschrecke mich jetzt nur noch vor dem Türknarren. Und würde sagen, mit dem Generator haben wir es doch tatsächlich geschafft, hier alles abzuschließen. Ich glaube nicht, dass es hier ein Ende gibt. Jetzt nach so langem Rumlaufen und Suchen und so. Denn ja, es ist ja auch, die Credits sind ein extra Punkt im Menü. Also glaube ich, dass wir das Spiel gemeistert haben. Falls ihr da was mehr noch zu wisst, also wenn ihr wisst, nee, du hast was Wichtiges vergessen oder sowas, könnt ihr mir einen Hinweis, wenn es noch viel ist, am besten keinen Spoiler, nur irgendwie einen Hinweis da lassen, dann werde ich das noch nachschieben. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr hier sehen in diesem schönen Häuschen, was ich inzwischen wirklich lieb gewonnen habe. Ich hoffe, ja, es war auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Horror-Game-Spieler. Ich weiß nicht, ob ich ein Horror-Game-Let's Player bin, also ob man sich das anschauen kann oder nicht. Über Feedback würde ich mich also freuen. Und ja, wir haben, ja, ich habe mein erstes Horror-Game mehr oder minder gemeistert. Ich bin froh, dass es jetzt nur, ja, geschätzt, ja, 35 Minuten vielleicht gedauert hat, das durchzuspielen, wenn ich das tatsächlich durch habe. Ja, ist schon irgendwie ein erleichterndes Gefühl zu wissen, dass man jetzt damit fertig ist oder größtenteils fertig oder sonst was. Man kennt jetzt sehr viel von dem Haus. Finde ich eine sehr schöne Sache. Also noch einmal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für konstruktive Kritik, die ich bekomme. Ich bekomme viel Lob auch unter den Videos. Sehr gut oder sehr freuend um mich, vor allen Dingen so Kommentare von Leuten, die sagen, dass sie eigentlich gar nicht erwartet hätten, dass ich nur in Anführungszeichen so wenig Abonnenten habe oder dass sie es super finden, dass ich so Qualität habe und dass sie es ein bisschen schade finden, dass ich eben so wenig geguckt werde, in Anführungszeichen wieder, für mich ist das eine unglaubliche Zahl, 550, 555, wie auch immer. Unglaublich, also dafür noch einmal vielen Dank. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was so, ja, Dankesvideos, sag ich mal, angeht, irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, das möchte ich ihn einfach mal spielen sehen, keine Ahnung, könnt ihr das mir ja auch gerne mitteilen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video wieder. Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe und wir uns nochmal hier wiedersehen werden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ansonsten, denke ich mal, wir werden uns hoffentlich wieder hören, wieder lesen, wieder schreiben, sonst was. Ich sage dann zum Ende dieser, ja, schönen Reise. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, hallo. Doch nochmal im Anschluss an die eben aufgenommene Aufnahme. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, weil mich das schon ein bisschen geärgert hat. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spiel kein Ende hat. Man findet es im Google nicht sofort, dass dann sich jemand das fragt.
Und es ist aber auch nicht so toll, dass ich jetzt sage, okay, ich stelle das nochmal nach. Ich habe es versucht, aber ich bin immer auf dämliche Art und Weise nochmal gestorben. Ja, also das Einzige, was noch war, ist, man, wir hätten in das Schlafzimmer gehen müssen, hätten auf das Bett geklickt und hätte da gestanden, finally you got a sleep oder sowas. Und das heißt, letztendlich konnte ich dann doch noch schlafen. Und dann wären wir wieder in diesen Startbildschirm hier hineingelangt und das Spiel wäre offiziell auch beendet gewesen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich das nicht rausbekommen habe. Vielleicht habt ihr ja auch gefacepalmt, weil das so offensichtlich war oder weiß ich nicht. Das noch als kurze Nachlieferung. Das Spiel hat tatsächlich ein Ende. Und zwar, wenn man in das Schlafzimmer geht, wo wir den Kellerschlüssel gefunden haben, auf das Bett klickt, findet man einen Zettel, wo drauf steht, finally I got a sleep oder sowas. Und man landet wieder im Hauptmenü. Das Ganze habe ich auch einmal geschafft nachzustellen, habe vergessen dabei den Aufnahmenknopf zu drücken und danach habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Deswegen nochmal hier im Hauptmenü. So, das noch eben als kurzer Nachtrag. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Jetzt definitiv nicht mehr in Candles. ja, und dann bis irgendwann. Bye, bye.